Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit meinem Jahresabschlussvideo. Ihr wisst, eigentlich mache ich das seit fast 4 Jahren, dass ich ein Abschlussvideo bringe. Und jetzt bringe ich wieder ein Abschlussvideo zum Jahresende. Heute mal keine Xbox News, wie auch keine PUBG News der letzten Woche. Und ich nehme euch auf jeden Fall mal mit zu Zahlen, Daten und Fakten. Und natürlich auch ein kleiner Ausblick, was wird 2019 bringen. Und da kommen wir auch schon zu den YouTube-Zahlen. Wir haben im Jahr 2018 5.800 Abonnenten auf YouTube gemacht. Dafür schon mal vielen Dank. Wir haben insgesamt 2018 1.447.826 Videoaufrufe gehabt auf meinem YouTube-Kanal. Okay, nice. Wenn man bedenkt, dass meine Videos eigentlich nicht gerade lang sind auf meinem YouTube-Channel, dann habt ihr dennoch 2.655.364 Minuten meine Videos geschaut. Im letzten Jahr 2018. Dankeschön. Die meisten Quellen im Jahr 2018 sind über Google auf meinem Kanal gekommen. Das war auch im letzten Jahr schon so. Dafür auf jeden Fall Dankeschön. Die Top-Playlists natürlich, wie immer, ist die Upload-Playlist. Dann haben wir Top-Videos. Da ist es zum Beispiel so, dass alle PUBG-Videos im Jahr 2018 die meistgesehensten Videos waren. Kommen wir zu den Zahlen weibliche und männliche Zuschauer. Hier gibt es eine Änderung, weil ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weibliche Zuschauer waren damals noch 5 oder 6%. Da sind wir jetzt mittlerweile bei 7% und männliche Zuschauer natürlich 93%. Beim Alter hat sich das immer noch nicht stark verschoben. Das meiste Alter liegt so zwischen 18 und 35 Jahren. Die Aufrufe sind auch noch völlig normal geblieben. Top-Länder natürlich Deutschland, Österreich, dann gefolgt von der Schweiz. Grüße auch an meine Schweizer Zuschauer und natürlich auch die Österreicher. Dann haben wir aus den Vereinigten Staaten und dann kommt schon England. Kommen wir nun zu ein paar Daten von Twitch. Bei Twitch ist es allerdings so, wir haben jetzt 6.500 Follower geknackt. Wir haben mittlerweile über 110 Subs, die mittlerweile auf dem Twitch-Kanal sind. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall bei euch recht herzlich bedanken. Und vor allem die Twitch-Streams werden auch mittlerweile besser besucht. Früher war das nicht so, wenn man dann so für 10, 15 Leute gestreamt hat, war das halt schon ein Unterschied im Gegensatz zu jetzt, wo mittlerweile mindestens immer 50 bis 60 Leute da sind. Das freut mich natürlich am meisten. Natürlich weiß ich, dass Video on Demand halt bei YouTube, das wird auch so bleiben. Es wird auch weiterhin die Best-ofs oder gute Streams, wo ich meine, das solltet ihr auf jeden Fall auf YouTube haben. Das werde ich weiterhin auf YouTube packen. Wenn ihr natürlich nicht live dabei gewesen seid, dann könnt ihr das euch dann da auf jeden Fall nochmal anschauen. Soweit zu Twitch. Twitch wird auf jeden Fall auch nächstes Jahr weiterhin Bestandteil sein. Wir werden dort weiterhin Livestreams machen. Wir werden dort weiterhin Custom-Matches für PUBG machen. Jetzt, wo ich ja auch seit Dezember PUBG-Partner geworden bin, worauf ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ich habe mich einfach mal beworben und wurde auch angenommen aufgrund meiner, ich sage jetzt mal, Aktivitäten im Bereich Xbox und Streaming. Deswegen hat man mich dort auch als Xbox PUBG-Partner mit aufgenommen. Bin allerdings auch Partner für den PC-Bereich. Das heißt, ich kann sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox dann Aktivitäten, wenn es dann auf der Xbox soweit ist, auch Custom-Matches dementsprechend anpassen. Kommen wir nun zu dem, wie es weitergehen wird 2019. Wir werden die Xbox News in dem Sinn so nicht mehr machen können, weil es ist natürlich auch schwierig, immer wieder News zusammenzukratzen, wo man dann schon von 2 Wochen oder eine Woche davor, ich werde das dann eventuell so machen, dass es bei schlagkräftigen News direkt mal ein Video geben wird, also dass man quasi nicht bis Sonntag warten muss, dass dann ein Video kommt von mir. Ich werde dann allerdings regelmäßig auch ein paar Ausschnitte von Twitch auf den YouTube-Kanal mitlegen. Das heißt, dort wird es dann halt auch ein bisschen mehr Gameplay zu sehen geben. Und ja, die News werden dann quasi insgesamt einfach gepackt. Da wird es dann einfach mal, wenn es dann eine News über zum Beispiel die Games with Gold, dann kommen die direkt, dann wird das nicht irgendwie auf Sonntag gelegt oder so. Oder es gibt was sich Neues über eine neue Xbox oder so, dann wird da direkt ein Video gemacht und dann wird nicht immer bis Sonntag gewartet. Ich werde das auf jeden Fall so dann umbauen. Es wird auch mal den einen oder anderen News-Teil geben. Zum Beispiel wird es auch ein Video geben über einen Gaming-PC, der nicht unbedingt teuer sein muss. Da reicht es nämlich aus, dass man so bis 850 Euro investiert. Auch das werde ich euch dann mal vorstellen. Und ja, ansonsten natürlich
Xbox wird auch natürlich Bestandteil bleiben. Auch PlayStation natürlich, so wie es in reinpasst. Wie zum Beispiel bei PUBG haben wir auch PlayStation gemacht. Und das wird auch so bleiben. Also alles in allem bleibt es halt so, wie es bisher ist. Nur, dass wir halt nicht mehr die festen Xbox-News-Tage für Sonntag haben werden. Das wird also auf jeden Fall erstmal so umgebaut. Des Weiteren auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich für eure Aktivität auf dem YouTube-Kanal und natürlich auf dem Twitch-Kanal. Wobei, auf dem Twitch-Kanal würde ich mich natürlich freuen, wenn da noch ein bisschen mehr Aktivität ist. Und ja, wir hatten ja auch das große Event, wo wir ja Probleme hatten mit der Performance. Wir haben jetzt ein bisschen was rumgetestet. Also da werden wir auf jeden Fall noch dran schrauben. Wir werden da noch ein paar Dinge ändern. Und ja, auf jeden Fall danke ich auf jeden Fall für dieses Jahr 2018, für eure Aktivitäten, für euren Support, für eure Unterstützung, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch und natürlich Twitter, Instagram oder auch Discord. Es würde mich natürlich freuen, euch dort auch weiterhin begrüßen zu können. Und jetzt wünsche ich euch allen einen guten Rutsch in das Jahr 2019. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Wir sehen uns dann im Jahr 2019. Dankeschön. Hatte ich Cheers gesagt? Cheers. Haus rein. What? Cheers.